Das erste Mal in BMW Overall wieder zu tragen, ist natürlich schon was Spezielles. Und man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt wieder. Das kam mir so vor, wie wenn das immer noch der gleiche Anzug gewesen wäre wie damals. Ich habe viele gute Erinnerungen an BMW und an meine BMW-Zeit, wo ich angefangen habe, für BMW zu fahren. Habe damals viele Erfolge gefeiert und freue mich, wieder zurück zu sein. Es gibt viele bekannte Gesichter, somit kann man sich da sehr, sehr schnell einleben. Ja, ich glaube, das kann man schon als neuen Abschnitt bezeichnen, weil es einfach was ganz anderes ist. Ich sitze das erste Mal wirklich konstant in einem Auto mit Dach über dem Kopf. Das ist von der motorsportlichen Seite her schon ein ganz anderer Ansatz jetzt für mich. Da muss man dementsprechend auch sehr, sehr offen für sein. Auch wenn man denkt, man hat schon viel gelernt und erlebt in der Formel 1, ist das komplettes Neuland für mich. Fitness ist genauso entscheidend in einem DTM-Auto wie im Formel-1-Auto. Im Endeffekt ist das Rennen genauso anstrengend in meinen Augen, weil die Hitze eben dazu kommt. Es geht immer wieder um diese Kleinigkeiten, um diese Zehntel hier, eine Hundertstel da. Und jeder kleine Fehler, den du eben machst durch vielleicht Konzentration und eine Fitnessschwäche, der macht sich am Ende im Resultat bemerkbar. Und deswegen ist die Fitness genauso wichtig. Die letzten Jahre waren oft sehr, sehr hart und ich musste mich vor jedem Rennen eben neu motivieren, habe das aber über den langen Zeitraum geschafft und jetzt ist eine neue Herausforderung da. Die Motivation ist groß, mal wieder in einem Auto zu sitzen, wo man weiß, man kann um die Top 10 fahren oder in die Top 5. Und was auch die Offenheit angeht, also ich habe jetzt noch keinen erlebt von den anderen 7 Fahrern, die irgendwie verschlossen sind und die nicht irgendwo, wenn du eine Frage hast, sie dir beantworten. Also das ist ein ganz anderes Umfeld. Bis jetzt haben wir einfach super viel Spaß. Ich glaube, wir sind alle viel am Lachen, vielleicht manchmal zu viel, aber darauf kommt es an. Also ich glaube, wir müssen uns alle sehr, sehr gut verstehen, dass wir eben das Maximum zusammen für BMW rausholen können. Ich habe jetzt 7 Teamkollegen, das ist was Neues. Bis jetzt fühlt sich alles gut an. Ich hoffe, die können mich leiden. Also ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich noch nichts Negatives gehört. Somit bin ich bis jetzt ganz happy. Ich habe mir mein Ziel gesetzt, eben langfristig mit BMW zusammenzuarbeiten. Weil es bringt mir nichts, von der Formel 1 in die DTM zu kommen und nach einem Jahr wieder zu gehen. Weil mit Sicherheit werde ich im ersten Jahr nicht das erreichen, was ich gerne möchte, weil es einfach eine sehr schwierige und enge Serie ist. Deswegen habe ich mir langfristig ein Ziel gesetzt und sehe das auf keinen Fall als Zwischenstation, sondern als eine riesen Herausforderung. Gut wieder in den Farben blau-weiß zurück zu sein.